Am 6. Juni wird Prinz William in Frankreich sein, um den 80. Jahrestag des D-Days zu gedenken. Er reist jedoch nicht als einziger Royal zu dem Termin an. Neben Prinz William werden König Frederik von Dänemark, Prinz Hakon von Norwegen, König Willem Alexander der Niederlande, König Philippe von Belgien und deren Ehepartnerinnen anreisen. So das Hello Magazin. Auch König Charles III. Wird in Frankreich sein, allerdings bei anderen Terminen. Es ist seine erste Auslandsreise nach der Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose. Für Prinz William werden die anderen Royals sicherlich eine große Unterstützung sein. Zu einigen von ihnen pflegt er seit Jahren eine freundschaftliche Beziehung und kennt seine internationalen Kollegen inzwischen sehr gut. Prinzessin Kate wird bei der Frankreich-Reise wohl nicht dabei sein. Sie stellt sich weiterhin ihrer Krebsbehandlung und hat sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.